Kommen Sie zum Radreisen-Infotag von Weber Reisen am Sonntag, den 5. Februar 2023 im Gasthaus Willis in Ranoldsberg. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute am Donnerstag, den 12. Januar 2023, fand der Neujahrsempfang hier in der Gemeinde Ampfing statt. Wir waren für Sie mit dabei und zeigen Ihnen nun ein paar Impressionen. Bereits zum dritten Mal konnte die Gemeinde Ampfing auf Initiative von Bürgermeister Josef Grundner ihren Neujahrsempfang am 12. Januar 2023 im Gasthaus Hinterecker in Ampfing abhalten. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von der Hinterecker Stubenmusik. In einem voll besetzten Saal mit Politik, Wirtschaft und Vereinen gab es Grußworte durch ersten Bürgermeister Josef Grundner, Bundestagsabgeordnete Sandra Bubendorfer-Licht und durch die stellvertretende Landrätin des Landkreises Mühldorf am Inn, Ilse Preisinger-Sonntag. Heute findet ja der Neujahrsempfang hier in Ampfing statt. Warum gibt's den denn überhaupt? Warum? Weil ich den 2019 eingeführt habe, weil mir das wichtig ist. Damals, ich bin ja 2018 Bürgermeister geworden, und da habe ich es natürlich nicht gleich geschafft, dass ich sämtliche Firmen abfahre, mich vorstelle und schaue, wo die Probleme sind. Ich denke, wie schaffe ich das? Wie komme ich mit den Firmen zumindest schon mal zusammen oder auch mit den ganzen Vereinsvorständen? Dann denke ich, die holen wir einfach her. Und was ist naheliegend, dass wir einen Neujahrsempfang, wo echt Leute gerne kommen, wo man in einer schönen Atmosphäre ist, wo man gut drauf ist, weil ja so ein Jahr neu losgeht und sich das Beste wünscht und gute Gespräche führt. So ist das entstanden. Sie haben ja heute auch schon mal einen kurzen Rückblick der letzten zwei Jahre Revue passieren lassen. Was war denn in Ampfing so los? In Ampfing war sehr viel los und trotz der sehr schwierigen Zeit, diese Pandemie, der Ukraine-Krieg, das haben wir Gott sei Dank so seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erleben müssen. Jetzt schon, wir haben es alle, glaube ich, gut bewerkstelligt. Es war trotzdem viel los. Wir haben unheimlich viele Baumaßnahmen machen können, vor allem im Kindertagesstättenbereich. Das ist Gott sei Dank gut gegangen. Auch die Firmen haben auch von der Bundesregierung und Freistaat gut unterstützt. Das heißt, die Gewerbesteuereinnahmen haben auch gekommen. Jetzt schaut es ein bisschen schwieriger aus, muss man tatsächlich sagen. Aber wir haben viel machen können. Und da sind wir sehr froh. Der Haushalt jetzt mit über 31 Millionen spricht da Bände. Wir haben eine kleine Verschiebung zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt. Das zeigt, wir müssen schauen, dass wir wieder nur wirtschaftlich handeln. Aber wir dürfen nicht klagen. Es geht uns gut, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir werden weiterhin viel umsetzen. Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war 1322, die Schlacht bei Ampfing. Hier schilderte der Regisseur Moritz Katzmeier einen beeindruckenden Rückblick. Wie wichtig ist denn Ampfing für den Landkreis Mühldorf? Alle Gemeinden sind für den Landkreis Mühldorf wichtig, aber Ampfing ist natürlich schon eine große Gemeinde mit jetzt fast 7000 Einwohnern. Und wie ich schon gesagt habe, alle Gemeinden sind wichtig und die Großen müssen sehr viel schultern für die ganze Landkreisbevölkerung. Und da ist Ampfing sehr gut dabei. Ampfing liegt an der ABS 38, an der Autobahn. Also es sind sehr viele Aufgaben, die hier auf Ampfing zugekommen sind und auch weiter zukommen. Und deswegen ist Ampfing sehr, sehr wichtig für den Landkreis. Natürlich gab es auch noch Ehrungen für das ehrenamtliche Engagement. Ja, zum einen unsere zwei Intendanten aus 1322, der Dr. Dominikus Huber und der Tobias Huber, die da einfach viel geleistet haben, ehrenamtlich, das muss man mal sagen. Dominikus wohnt in Wien, der Tobias in München, ist in Köln viel unterwegs beruflich. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass sie immer noch Ampfing kommen, dass Leib motivieren. Das ist schon alle Ehren wert. Sie haben es brutal gut umgesetzt. Sie haben nie aufgegeben, obwohl es so schwierig war. Das war die Ehrung daraus. Dann der Dieter Spielmann, unser Adventszauberorganisator seit zwei Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Mal ist nur weitergeht, aber er hat sich hervorragend gemacht. Er hat sich unheimlich engagiert. Im Frühjahr ist er schon mal dahergekommen. Wir müssen dabei wieder planen gehen, weil im Dezember ist Adventszauber. Also er hat es unheimlich gelebt und gemacht. Und Eisner Schoß, unser Vorstand vom Trachtenverein, seit über vier Jahrzehnten. Das ist ja übrigens, ich glaube, sehr viele wissen, was der geleistet hat, dass er das Brauchtum, das Trachtenwesen lebt und auch an die Jugend weitergibt, mit seiner Vorstandschaft, mit seinen Mitgliedern. Das ist eben auch endlich einmal, wird der Mann auch entsprechend ehrt. Und zu den Ehrungen gab es ja dann noch eine
Übergabe eines tollen Plakats. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Ja, der Moritz Katzmeier, er war engagierter, in dem Sinne engagiert, weil er bezahlt worden ist, der Regisseur, aber er hat darüber hinaus viel geleistet. Jetzt geht natürlich ehrenamtliche Ehrung nicht, wie es die Gemeindeordnung vorgibt, aber jetzt haben wir uns was überlegt, was darf denn ein Verein machen? Und dieses Plakat, er hat es ja in seiner Rede auch erwähnt, das war ja auch so ein Highlight, dass alle Schauspieler ein Plakat gekriegt haben, wie man es sonst aus, wenn man ins Kino geht, wo Schauspieler sind, das war schon eine Hausnummer, das hat auch die Schauspieler total gefreut. Und da haben wir es auch richtig drauf, wahrscheinlich, dass wir auch ihm ein Plakat machen, wo er drauf ist, nur dazu, wo er vorgehoben wird nach der letzten Aufführung. Ist es entstanden und er genauso wie er da drauf ist, wie er ist. Und ich glaube, wir haben eine große Freude mit Marc. Und eine Frage nur zum Schluss. Welche Eindrücke nehmen Sie denn von dem heutigen Abend mit? Positive. Ich finde es schön, erstens, dass wir wieder machen können, unser neues Ausempfang. Die Kleider sind gut drauf, man merkt es. Und ich bin froh, dass wir sie wieder begegnen darf. Das ist jetzt ja schon fast wieder alltäglich. Wir haben ja das ganze Jahr 22 fast das erleben dürfen. Zumindest zum Sommer raus, da wir wieder so veranstalten machen. Aber man merkt schon, die Leute beschäftigt viel, ich rede viel mit den Firmenchefs und so, das sind Probleme da. Aber alle haben noch, oder viele haben noch gechillt irgendwo und sagen, ich bin froh, jetzt reden wir heute mal, jetzt dürfen wir einmal die schönen Seiten genießen. Und wie ich jetzt zum Abschluss meiner Rede gesagt habe, nein, schön ist es schön und das dürfen wir heute auch mal genießen. Und das ist mein Eindruck von heute und darüber freue ich mich sehr. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es war ein schöner Abend mit wundervollem Rahmenprogramm und die Gäste, die haben sich sichtlich wohlgefühlt. Wir werden selbstverständlich auch weiterhin in Ampfing für Sie mit dabei bleiben und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Ihre Nicola Koska. Kommen Sie zum Radreisen-Infotag von Weber Reisen. Am Sonntag, den 5. Februar 2023 im Gasthaus Willis in Ranoldsberg.